Gebabbel ist gleich. Erwin. Willi. Haule. Waldemar. Oskar. Sind die fünf Pfälzer am Stammtisch. Ulbele, was sagen denn uns mit dem neuen Auto? Also, hat's denn nicht mehr eine andere Farbe gegeben? Was gefällt dir nicht in dem Gelb? Sieht irgendwie aus wie ein Briefkasten. Und Babla, sieht's denn sportlich aus, mein Traumauto? Wo fahren die Kiste so spitze? Aber 140 haben sie abgeregelt. Wachwache. Der Bolide hat sage und schreibe 990 Kubik und 64 PS. Was darfst du, wie der Bock abgeht? Willi, du warst doch nicht, dann darf ich den Hund mitnehmen wollen. Ah, natürlich, da wollte ich fort kein Auto, gehen wir lieber. Wenn ich nur ein Hundehof hin, dreh ich erst einen blöden Hund und dann jede Kruz rum. Da will die Hort nicht. Meistens. Hab das losfahren mit dem Briefkasten. Wo sind du eigentlich die Klappe zum Einsteigen? Bin dieser. Hopp, neues Auto und ihre zu. Oder? Auf, fahren wir los. Was ist denn das für ein Gebimmel? Ja, irgendjemand ist nicht angeschnallt. Natürlich sind wir alle angeschnallt. Und wieso bimmelt's? Weil der Technik einen Scheißdreck taucht. Aber noch kein Stiefel, du Herr. Du hättest besser in Radarfallewanne mitbestellt. In Radarfallewanne? Wieso das? Weil du jetzt schon zweimal volle Kanne an einer Radarkontrolle vorbeigerauscht bist. Ah, du Bäckerer und Schwimmer. Also sag doch was. Aber das geht doch nicht so, wie schnell du Auto fährst. Du weißt nicht, was weiß. Du warst hingewählt für euch. Du bist ja reif, Klingemünster. Ihr Zielort ist Klingenmünster. Nee, bitte nicht, bestätigen nicht, ich will doch gar nicht nach Klingenmünster. Abbreche, stopp, sofort, halt, abbreche. 100 Meter, fahren Sie in den Kreisverkehr und biegen Sie ab bei Ihrer Sittenausfahrt. Ah, die Spruch habe ich doch gar nicht angestellt. Aus, aus damit jetzt, aus. Ich muss mal brunzen. Das geht jetzt nicht. Ich muss aber. Siehst du irgendwo eine Tankstelle oder einen Rastplatz? Oskar, da hinten liegt eine leere Wollflasche, gibst du mir vor. Willi, du weißt doch nicht. Oh, lieber Gott, du hast jetzt kein Schlagloch kommen. Ich glaube, die Wollflasche langt nicht. Oskar, liegt da noch eine leere hin rum? Verdammt, Willi, dein Hund hat einen fahren lassen. Uah, sowas habe ich schon noch nicht gerochen. Wieso soll das der Wald gewesen sein? Aber so kein Mensch stinken kann. Wieso grinst du Oskar über das ganze Gesicht? Ja, vielleicht hat er in die Hose geschissen. Waldi, nicht. Waldi, halt, behalt's drin. Waldi, nicht. Was ist? Ach, du liebe Zeit. Da Waldi hat das Auto gekotzt. Ich glaub's nicht. Was ist der Laden Pommes? Der Keter muss vorhin was vom Tisch geklaut haben. So ein Scheißtrick. Das war's jetzt. Zu den Traudel fahren. Und reicht alles, wer kann sich noch Blut trinken? Jetzt kann ich heimfahren, mein Auto putzen. Na und? Ich muss den Wald jachbarten. Guck mal, wie der aussieht. Der ist verkotzt von oben bis unten. Ich hab gleich gesagt, los, da muss ich Kinder daheim. Oh, wacht, da vorne kommt ein LKW von rechts. Aber nee, auf mich hält noch keiner. Da weiß jeder immer alles besser. Ich hab gesagt, oh, wacht, da kommt ein LKW von rechts. In Zukunft laufen, na, in meinem Auto fahren von euch, ich muss nicht kennen, mal wieder, sag ich euch. Ich hab's jetzt schon zweimal gesagt, ein drittes Mal fahr ich's nicht mehr. Schaut ums Auto. Gebabbel ist gleich. Erwin. Willi. Haule. Waldemar. Oskar. Sind die fünf Pfälzer am Stammtisch.